Im Hessischen Landtag galt es heute für die Opposition, einen neuen Gesetzesvorschlag zu präsentieren. Mit der Einführung eines sogenannten Landespolizeibeauftragten soll Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, Beschwerden über die Polizeiarbeit an einer zentralen und unabhängigen Stelle melden zu können. Aber auch Polizeibedienstete selbst sollen dort ihre internen Probleme vorbringen können. Ja, wir bedenken bislang daran einen Landespolizeibeauftragten, der dann einen Mitarbeiterstab im Moment, man würde mal beginnen mit einer Handvoll Menschen, also so 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte. Und dann würde man schauen, wie sehr dieses Angebot angenommen wird. Ich glaube, dass das zwingend ist, ein solches Beschwerdemanagement auch zu haben. Es gibt es in vielen Bereichen, jedes Unternehmen hat ein eigenes Beschwerdemanagement. Die Justiz ist da sehr weit, es gibt auch sowas wie Täter-Opfer-Ausgleich. Wir haben es im Bereich der Polizei nicht, also es gibt keinerlei Mediationsverfahren oder andere Dinge, wenn man miteinander Probleme hatte, wie das dann auch gemeinschaftlich zur Herstellung des Rechtsfriedens organisiert werden kann. Zwischen Opposition und Innenminister Boris Rhein geht es derzeit hingegen alles andere als friedlich zu. Im Vorfeld des heutigen Termins kam es zum verbalen Schlagabtausch. Hessens Innenminister Rhein präsentierte am Dienstag die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres. Daraufhin sprach die innenpolitische Sprecherin der SPD, Nancy Faeser, von Manipulation. Die CDU fordert nun eine sofortige Entschuldigung. Es ist angesagt, dass Frau Faeser sich in aller Form entschuldigt, denn statt froh darüber zu sein, wie sogar andere Teile der Opposition ansatzweise wenigstens zeigen, dass wir in Hessen die höchsten Aufklärungsquoten aller Zeiten haben, dass wir so viel Polizei auf den Straßen haben wie noch nie zuvor, kommt sie daher und sagt, diese Statistiken seien gefälscht. Das ist unverschämt, das ist ein Schlag ins Gesicht aller Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen und spiegelt in gar keinem Fall das wider, was wir an erfolgreicher Arbeit auf der hessischen Polizeiseite zu vermelden haben. Dem entgegnet Faeser. Boris Rhein scheint besonders empfindlich dieses Jahr zu sein. Die Einschätzung der Kriminalitätsstatistik ist dieses Jahr nicht anders erfolgt wie letztes Jahr. Der Vorwurf war, dass er mit der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik Politik betreibt. Das ist, eigentlich sollte er an einem solchen Punkt die Polizeiarbeit loben, was wir auch getan haben, weil nämlich höhere Aufklärungsquoten und das alleiniger Verdienst ist der Polizei. Und ich bin schon überrascht, dass er so empfindlich dieses Jahr reagiert. Da merkt man doch, dass Landtagswahlen bevorstehen. Sollte die Auseinandersetzung tatsächlich nur wahlkampforientiert sein, stehen dem Land Hessen noch stürmische Monate bevor.